Liebe Freunde, morgen lesen wir die Parshiot Bahar Bechukotai. Dort lesen wir über das Schabbatjahr. Ist das kapitalistisch oder sozialistisch? Jedes siebte Jahr ist ein Sabbatical Year, ein Schabbatjahr. Die Zahl 7 ist in der Tora beliebt. Es gibt 7 Himmel. Die Welt wird in 7 Regionen aufgeteilt. Der siebte geistige Leiter ab Abraham war Moshe. Jishai hatte 7 Söhne, von denen der letzte, David, zum König gekrönt wurde. Der siebte Monat, Tischri, ist voll mit jüdischen Festen. Und von den 7 Tagen der Woche ist Schabbat der heiligste. Der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, hat als Aufgabe, die Jahre zu zählen und jedes siebte Jahr zu einem Schabbatjahr auszurufen, in dem das Land brach bleiben sollte, das heißt nicht landwirtschaftlich bearbeitet werden und die Schulden erlassen wurden. Jeder durfte bei jedem eintreten und nach Herzenlust essen. Der Privatbesitz der Felder war aufgehoben, die Früchte oder die Erträge dieses siebten Schabbatjahres sollte mit Inbrunst und Achtung genossen und verspeist werden. Indem wir das siebte Jahr beachten, zeigen wir, dass das Land nicht unseres ist, sondern von Gott. Auch zeigen wir unsere Abhängigkeit von Gott, da wir uns selber nicht mehr bewirtschaften können. Da auf dem Feld und auf dem Land keine Arbeit mehr verrichtet werden konnte oder durfte, konnten sich die Bauern das gesamte Jahr himmlischen Angelegenheiten widmen. Und nun eine interessante Frage. Ist das Judentum sozialistisch oder kapitalistisch? An Yom Kippur, eines jeden 50. Jubel- oder Juweljahres, wurde Shofar geblasen, auch wenn der auf einen Schabbat fiel. Und alle Immobiliengüter wurden ihren ursprünglichen Eigentümern zurückgeführt. Die Käufer waren ihre Ländereien los. Aus dieser Betrachtungsweise gesehen bevorzugt die Tora Nivellierungsmotive und die ehrliche Verteilung von verfügbaren Gütern. Andererseits erhält der ursprüngliche Kapitalist seine Kapitalgüter zurück. Liebe Freunde, die Tora genügt sich selbst. Die Tora ist ein System, der nur auf sich selbst bezogen ist und lässt sich nicht im Schlepptau von Wahlslogans oder von menschenerdachten Philosophien nehmen. Die Tora genügt sich selbst und braucht sich nicht in den Wünschen oder Vorstellungen der Menschen zu spiegeln. Letztendlich ist die Tora kein sozialökonomisches Handbuch. Die Tora besitzt Ewigkeit wert und lässt sich nie nach dem Zeitgeist erschöpfend erklären. Shabbat Shalom.